Also Leute, Öl im Topf. Dazu 15 Jalapenos. Ja, grüne eigentlich, aber ich habe hier noch ein paar gelbe. Macht ja nichts. 6 Knobi, 10 dazu. 450 ml Water. So, Freunde, das wird die Green Jalapeno Sauce. Und dazu eine ordentliche Prise Salz hier. Ungefähr 2 Teelöffel bis 3. So, schön einkochen lassen, umrühren. Ne? Oh, das sieht doch gut aus. Ein bisschen zur Seite stellen. So. Und nun hier Grill hier. Direct Heat und die grünen Paprikas auf die Hautseite legen. Und wenn sie dann so aussehen, kommen sie runter. Ganz genau. Jetzt wird die Pelle gewämst. Ja, Messerchen einfach dann so abziehen hier. Ah, das geht ja wunderbar. So, jetzt schneiden wir die Dinger klein. Ja, yeah, lunzen wir schön ein bisschen mundgerecht, ne? Aber naja, so, und rein damit hier. Damit es alle in den Mixer passen. So, Freunde. Paprikas reinlunsen hier. Und dann schön bremsen. Und nun, Freunde, ihr könnt euch erinnern, unser Kochtopf ist wieder da. Ganz genau. So. Den schütten wir jetzt schön hinterher. Oh ja, das sieht gut aus. Und dazu eine ordentliche Ladung Apfelessig. 200 ml. Ja, und jetzt mixen wir das gut. Green. Nun gucken wir uns das Ergebnis an. Oh, ist das ein Genuss, Freunde? So, rein ins Präsentierglas. Ganz genau. Das ist die Green Chili Sauce mit Apfelessignote. Oh, wunderbar. Beauty Shot, mal kurz rein mit dem Brot. Eine sehr deliziöse Nummer. So, Freunde, hier gibt es ein paar Auswahlfolgen. Da oben Channel 2 und unten Abination. Freunde, denn morgen geht's weiter. Ach ja, diese Folge von diesem Green Chili Jalapeno-Soße oder wie auch immer ich das geschimpft habe eben, die wird in die Wurst gespritzt in Hotdog Week Nummer 1. Oh ja. Ballert's euch rein. Bis bald.